Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Let's Plays zu Hellblade Senua Sacrifice. Wir haben letztes Mal das Schwert zur Entlohnung des Bestehens aller Prüfungen bekommen und sind dann gleich in die Hölle gewandert. Und wir sind eben jetzt auf dem Weg, uns heller zu stellen, haben aber die Stimme unserer Mutter gehört und wo die herkommt und was wir vorfinden, dem werden wir heute in der Folge auf den Grund gehen. Wie auch letztes Mal schon gesagt, das Design ist der absolute Hammer. Immer wenn in diesem Spiel eine Passage kommt, die mir nicht so gut gefällt, kommt nachher eine, die mir umso besser gefällt. Okay, da hinten leuchtet was. Was ist das? Oh, oh, okay. Neuer Boss. Oder zumindest neuer Gegnertyp. Oh. Ah. Ah, nein. Was zur... Oh nein! Nein, 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 nein! Müssen wir den Soundtrack unbedingt zulegen. Thank you.
Ich finde übrigens diesen Move hier super cool. Ich wünschte, der wäre bei Dark Souls und Konsorten genauso stylisch. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, oh. Sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Was würde ich jetzt für diesen Tritt aus Dark Souls geben, um ihm den Schild wegzukicken? Darf ich jetzt nicht versagen, nicht so kurz vom Ziel. Das war sehr anstrengend. Aber während ein solches Button-Gemäsche in vielen Spielen sehr störend wäre, finde ich es hier sehr gut angesetzt. Okay, Mutter und Tochter sind laut Spiellore also verrückt. Und wurden von den Stimmen ergriffen. Oh, das sieht gerade super fies aus. Ich mein,
ich gehe mal schnell auf Vollbild. Das ist gerade der Arm, auf den wir hier gehen. Und man sieht, die Hände bewegen sich auch, genau wie hier dieser Riesenkopf. Also ich muss sagen, einfach nur super designt. Großes Lob an die Entwickler. Up on her world to follow in the footsteps of her mother, to go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in Isenua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. Battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. So, und ich denke, damit hätten wir nun den idealen Moment erwischt, um diese Folge zu beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch bitte ein Like oder einen Kommentar da und abonniert meinen Channel. Und dann hoffe ich, euch auch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, noch einen schönen Abend. Und tschüss.